Mein Name ist Dr. Alexandra Limani und ich bin Assistenzärztin der Radiologie an der Uniklinik in Düsseldorf. Bin da seit 2015 und Vollzeit berufstätig dort. Bei uns ist das ja so, dass wir alle 3 Monate rotieren. Das heißt, wir wechseln die Gerätemodalität. Deswegen schwankt natürlich der Tag so ein bisschen davon ab, wo man dann gerade eingeteilt ist. Meistens ist das so, dass wenn man an einem Großgerät eingeteilt ist, man dann morgens dahin kommt und erstmal das Programm für den Tag schreibt, sprich die ganzen Untersuchungsprotokolle und zuguckt, wenn da irgendwelche Punktionen anstehen, ob die Patienten aufgeklärt worden sind. Dann, wenn die MTAs ihre Arbeit starten, dann befundet man den ganzen Befunde dann weg, die dann einen Tag anfallen. Zwischendurch machen wir auch Befundpräsentationen für andere Kollegen. Das heißt, wir haben so Besprechungen, chirurgische Besprechung, nephrologische Besprechung, die wir dann machen. Das ist dann fallabhängig, die wir dann vorstellen, die Kollegen auch vorgestellt haben möchten. Und ja, am Ende des Tages, zwischendurch kommt natürlich auch ein Oberarzt vorbei, der dann mit einem die Befunde bespricht, weil in Radiologie wird das ja zweimal gesehen, einmal von Assistenzarzt und einmal vom Oberarzt. Und ja, und irgendwann mal ist dann auch Feierabend. Da muss man diese Vorstellung von anderen Studenten natürlich auch so ein bisschen zur Seite schieben. Das ist nicht so, dass man nur in dunklen Kämmerchen sitzt. Also man hat schon Patientenkontakt. Nicht so viel wie in anderen Disziplinen und vermehrt beschränkt er sich darauf, dass man die Patienten entweder über die Untersuchung aufklärt oder über Kontrastmittel aufklärt oder auch mal ab und zu natürlich auch mal ein bisschen mit dem Patienten spricht, aber das ist natürlich nicht so viel wie in anderen Disziplinen, muss man dazu sagen. Ist auch natürlich stark davon abhängig, wo man gerade eingeteilt ist. Wenn man direkt am Gerät sitzt, sieht man natürlich mehr Patienten, wenn man eher hinten im Büro sitzt und befundet, ist man dann natürlich ein bisschen aus der Sache raus. Das Abwechslungsreiche natürlich, dass man da ganzen viele aus vielen Disziplinen verschiedene Sachen sieht, auch mit vielen Kollegen interagiert, die dann einem verschiedene Krankheitsbilder. Man hat in der Radiologie auch ein bisschen natürlich Punktionen, also wenn da man interventionell was machen möchte, dann hat man in der Radiologie auch natürlich die Möglichkeit dazu. Dann hat man man ist in einem Team drin, das ist nicht so, dass man da auf irgendeiner Station den ganzen Tag da ist und ist allein, sondern man ist wirklich immer in einem Team zusammen. Das fand ich eigentlich am besten. Bis jetzt war das nicht, noch keinen einzigen Tag meine Entscheidung bereut. Also noch nie darüber nachgedacht, dass nein, hättest du doch mal Chirurgie gemacht. Das war noch nie der Fall. Ich muss dazu sagen, ich habe noch Physik parallel studiert, deswegen war dann wo ich dann schon wusste, ich möchte Radiologie machen, war das dann medizinische Physik hier an der HHU. Und das hat natürlich sehr dazu beigetragen, dass ich dann natürlich auch ein bisschen mehr nicht so die Panik davor habe, ne? Wenn man dann irgendwie dieses Hintergrundwissen braucht. Ich glaube, da sind auch im Leben so kleine Begegnungen, die einen so inspirieren. Da meinte irgendwie der Professor, der damals bei uns das Physikpraktikum gemacht hat, ja, wieso studieren Sie doch nicht einfach nochmal Physik? Und dachte ich, ach ja, stimmt, wieso eigentlich nicht? Und genauso habe ich irgendwann mal dann eine Doktorarbeit woanders angefangen, weil natürlich alle in meinem Studium eine Doktorarbeit angefangen haben. Habe dann aber schnell festgestellt, das möchtest du ja eigentlich gar nicht. Das war eine Transfusionsmedizin. Und wozu eignest du dir Wissen an, was du nie benutzen willst und nie benutzen werdest? Und dann habe ich die auch abgebrochen damals und mich explizit in der Radiologie beworben, dass ich da eine Doktorarbeit in der Radiologie haben möchte. Und daraufhin hat sich ein Physiker bei mir gemeldet. Und wir haben eigentlich so gut zusammengefunden, dass wir bis jetzt noch immer zusammenarbeiten. Das ist schon, als ich da hingekommen bin, war sein Sohn gerade geboren und jetzt ist er 9. Deswegen, ja, und da ist man natürlich auch schon so miteinander, dass man dann auch Forschung vorantreiben kann. Und das ist eigentlich, was mir auch viel geholfen hat, weil ich dann auch schon sehr schnell da drin war sozusagen. Es ist einfach so, dass man in der Medizin länger arbeitet als vielleicht woanders. Dadurch, dass ich so früh da schon drin war, glaube ich, war ich da auch schon sehr darauf vorbereitet. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass mich das stört.
Natürlich hat man dann so ein bisschen weniger Zeit, aber als ich dann mehr Zeit hatte nach dem Studium, bis ich angefangen habe zu arbeiten, da habe ich noch so eine Nebentätigkeit gemacht, einfach damit ich Zeit habe, meine Doktorarbeit. Und da hatte ich mal ein bisschen mehr Zeit. Und da habe ich mir gedacht, da brauchst du, glaube ich, ein Hobby. Ich weiß von jungen Kollegen, die das dann irgendwie schon gerne mehr Freizeit hätten. Vielleicht wird sich das ja irgendwann mal ändern. Ist ja ein Umbruch, aber ja. Ich glaube aber, das ist in jedem Beruf so. Das ist schon wichtig, dass man etwas macht, das einem auch wirklich Spaß macht. Ich finde das nichts schrecklicher, als wenn man verbringt die meiste Zeit seines Lebens einfach in seinem Beruf. Es ist ja schrecklich, wenn man den nicht mag. Natürlich bin ich müde, wenn ich da abends rauskomme, aber das war noch kein einziger Tag da, wo ich dachte, oh nein, schon wieder das. Wenn man Kinder haben möchte, braucht man einen guten Hintergrund sozusagen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich hielt mich ja total für Radiologie. Ich habe schon alles gesehen. Experten jetzt nicht, aber gut, ne? Ich war ja schon lang genug dabei. Und dann war ich doch überrascht, als ich vor dem ersten Röntgenbild saß, dass ich da irgendwie ganz panikbehaftet da drauf geguckt habe und dachte, jetzt musst du das befunden. Jetzt steht da dein Befund da drauf. Also da hat man schon ein bisschen Respekt in der ersten Zeit davor. Man findet da schnell rein. Bei Herren ist das ja so, dass die immer sagen, ja, ich habe mich bewusst dazu entschieden, Physik zu studieren und bewusst dazu entschieden, Radiologe zu werden. Bei uns Frauen und bei mir auch dementsprechend ist das eher so, dass sich das irgendwie entwickelt hat. Ne? Wobei ich, wenn ich das dann unterm Strich, dann hat man ja auch irgendwie Schritte dazu gemacht, damit er sich so entwickelt. Also das, was die meisten sich vorstellen, im dunklen Kämmerchen sitzen, den ganzen Tag da nur irgendwelchen Bildschirm angucken, ist halt bei weitem nicht so. Und dann auch dieses, was man dahinter hat, ne, diese ganze Physik, ist schon super spannend. Und das hat mich eigentlich mehr so fasziniert, dass ich dann direkt dachte, ja, ich mach dann. Na, man hat nicht nur irgendwie nur einen kleinen Fachbereich, sondern man sieht aus allen Bereichen was und ist sehr abwechslungsreich einfach. Auf jeden Fall sich nicht zurückschrecken lassen. Ich weiß, dass wo ich in der, es gab so eine Vorstellungsvorlesung oder sowas hieß es, für Abiturienten. Das war, Abi macht man ja so in April und das war irgendwann mal im Winter. Und da bin ich mit meinem Freund hin, der jetzt mein Mann ist, und wir saßen da zusammen und ich habe nur gedacht, und die stellen einfach den Studiengang mit, da müssen sie diese Prüfung und die Prüfung dauert 3 Tage und diese Prüfung dauert, ne, dann so mit haben wir Examen. Und ich dachte nur, wer soll denn da sowas machen, das wird ja nie klappen. Und ich weiß noch immer noch, wie ich da panikbehaftet das alles angeguckt habe und danach ging es irgendwie. Und auch so in den ersten Semestern, ne, da ist man irgendwie ganz überrumpelt von diesem ganzen Unileben. Und da muss man sich einfach nicht zurückschrecken lassen. Und ich habe mich da auch total einschüchtern lassen von diesen 3 Versuchen, dass man ja nur 3 Versuche hat. Und wenn man das nicht schafft, dann geht das Leben ja unter. Ich denke mir jetzt natürlich so retrospektiv, ach ja, das ging ja. Ich würde, glaube ich, jetzt mittlerweile im Studium das einfach so ein bisschen anders strukturieren. Dadurch, dass dieser Medizinstudiengang ja so verschult ist, tendiert man dazu, auch wirklich so, wie die das einem vorgeben, das auch so zu machen. Jetzt verstehe ich das aber auch, nachdem ich in die Physik mal ein bisschen, wo man ein bisschen doch eigenständiger ist, reingeschnuppert habe, würde ich das wirklich anders machen einfach. Weil damals auch manche Studienkollegen das auch so gemacht, wirklich dann, die so ein bisschen älter und erfahrener waren, auch irgendwie mal gesagt haben, nö, die Prüfung mache ich nächsten Semester. Und ich so, naja, was ist das denn? Was erlauben die sich? Und jetzt verstehe ich, dass das wirklich weise war. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass man auf jeden Fall keine Angst haben soll, das zu machen. Und wenn man das will, dann packt man das auch.